Nein. Ah. Hey, super. Ist ja nicht so, dass hier gleich wieder irgendwas Ekelhaftes kommen könnte. Oh, auch nicht. So langsam bin ich mir sicher, dass Linda recht hat. Irgendwas stimmt in diesem Haus nicht. Ich höre und sehe immer mehr Dinge, die ich nicht erklären kann. Darauf kommt ihr echt jetzt erst? Es wird sich immer schon alles zum Guten wenden. Oh, ja. Tag 17. Yeah. Okay, das mit dem Schiff war aber auch Glück gewesen. Sieht ja richtig freundlich aus, die Arbeitskammer. Die... Ach. Ja, ihr wisst, was es ist. So. Noch ist hell draußen. Ich gehe mal wieder eine Runde draus gucken. Ich muss echt sagen, seitdem ich die Helligkeit hochgestellt habe, ist das echt wesentlich angenehmer zu spielen. Die Horror-Effekte, wenn sie kommen, werden wahrscheinlich sowieso trotzdem sitzen. So ist nicht, aber ich sehe mehr. Ich komme hier leichter durch. Ihr seht hoffentlich jetzt auch mehr. Alle profitieren. Und es geht nicht so auf die Augen, weil ich jetzt doch mal wirklich was erkenne. Könnte natürlich auch daran liegen, dass ich hier drei Softboxen habe, die mich hier voll leuchten, dass ich deshalb nicht so gut sehen kann, wenn das hier sehr dunkel ist, das Spiel. Aber das soll ja nicht euer Problem sein, sondern meins. So, wo begeben wir uns denn als nächstes hin? Ich habe eine Idee. Der Clown wird mir immer suspekter. Der muss uns erstmal ein paar Antworten geben. Hallo, lass mich mal durch. Geschön. So, ist er noch hier? Nein, ist er nicht. Alles klar, müssen wir jetzt vielleicht den Clown finden. Das wird doch bestimmt wieder bloß ein Zufallsfund, aber ich gehe erstmal. Warte mal. War das hier? Nee. Hier war es nicht. Die Tür war eh zu. Ich glaube, die war's. Ja. Hier können wir eh nicht rein, aber ich... Keine Ahnung warum, ich mach's ständig. Immer alle Türen prüfen. Auch weil ich weiß, dass ich da nicht reinkomme. So. Nee, das war glaube ich ganz oben gewesen. Gucken, ob ich da noch was vergessen habe, weil ich habe ja gleich eine Zelle genommen. Vielleicht noch ein paar Batterien oder so. Nee, das war die nächste. Ha! Natürlich im Scheißhaus, warum auch nicht. Dann können wir mal diesen hier machen. Ausnahmsweise. Die brauchen wir nicht. Okay, hier gibt es auch nichts weiter. Das bestimmt auch nicht. Gewitter hat sich leider gelegt, schade. So, du scheiß Clown, wo bist denn du? Und ich hier? Nee. Klar. Wo bist du? Ich finde dich. Du kannst dir auch sicher sein. Du Flitzpiepe. Ja, wo ist er jetzt? Ja. Jetzt ist er hier auch nicht versteckt. Jetzt müssen wir echt den scheiß Clown suchen? Aber wo? Er könnte uns ja auch mal einen Hinweis geben, wenn er so nett ist. Hallo? Danke. Wahrscheinlich in irgendeinem anderen Gebäudetrakt. Würde mich nicht wundern. Ich gehe nochmal oben gucken. Oder genau in unserem Schlafzimmer. Das wäre es doch mal.
Nein. Ne, ist er nicht. Aber wir hatten ihn angeblich mal in die Vorratskammer gesperrt, aber hier ist auch nichts. Oder vielleicht ist er in dem Raum. Achso, ne, der Raum war unten. Na, schade. Ich würde gerade sagen, in dem Raum ist ja noch gar nichts passiert. Wir haben ihn gefunden. Kommt doch gleich wieder was. Machen wir hier Spaß aber nicht an. Aber warum sitzt der Clown jetzt da? Das verstehe ich nicht. Wir haben auf jeden Fall erstmal wieder gefunden, aber... Hat die Tür eigentlich schon? Ja. Ach stimmt, das ist Zimmer. Tatsächlich werde ich jetzt nochmal zum Clown zurücklatschen, vielleicht... Ihr wisst ja, wie das Spiel ist. Kriegen wir dann da einen Schlüssel. Machen wir wieder auf hier, dankeschön. Du warst hier, oder? Nee. Hä? Wo waren die jetzt? Warte, ich muss doch hier ein bisschen weiter zurück. Ach genau, stimmt. Da unten war er. Okay, das ist gruselig. Er bewegt sich durchs Haus. Ist das vielleicht wieder auf seinen angestammten Platz? Könnte natürlich auch sein. Ich lasse mich doch von dem Clown nicht verarschen. So, rein hier. Dankeschön. Ich kann mir nicht helfen, aber das hört sich so an, als wäre da jemand oben im Kinderzimmer. Muss das mal überlegen. Das Kinderzimmer ist okay, hier ist er nicht. Ich kann mir schon vorstellen, wer da oben im Kinderzimmer ist. Und da. Und ich muss auch mal sagen, es bietet sich, glaube ich, bei dem Spiel schon an, das längere Zeit am Stück zu spielen, damit man die ganzen Räume sich auch merkt. Weil ich habe das jetzt nur einen Tag lang nicht gezockt und ich war dann schon wieder draußen gewesen. Irgendwie ist das der falsche Gang. In den wollte ich gar nicht. Ja. Nee, in den Ohrenraum wollte ich auch nicht. Shit, war der falsche Gang. Warte. Wie sind wir jetzt nochmal zum anderen gekommen? War das hier durch? Ja. Und das war noch eins weiter hoch. Ach, das ist bloß eine Vase. Das war nur das Schlafzimmer. Das war noch ein Arbeitszimmer. Hier war das Kinderzimmer, oder? Ist auch bloß ein... Hä? Das Kinderzimmer auf der anderen Seite? Okay, vielleicht habe ich meinen Fokus zu sehr auf den Clown gelegt. Vielleicht war das auch der Clown, der auf einmal unsichtbar wurde. Das weiß man ja nicht. Hier wollte ich eigentlich nicht hin.
Kriege ich es noch zusammen, wie die Abkürzung war? Alter. Schnauze. Ja, toll. Das musste jetzt sein. War das dann hier gewesen? Nein, natürlich nicht. Ey. Na, schon wieder die Abkürzung verkackt. Naja, gut. Egal. Gehen wir wieder den langen Weg. Ist man ja von mir schon gewohnt. Träumchen, wie das hier aussieht. Und wie hell das hier ist. Ach, erste Sahne. Die Beleuchtung in dem Haus, dafür, dass es so groß ist, ist echt spitze. Ich möchte nicht wissen, wie hoch die Stromrechnung ist, wenn die wirklich mal alle Lampen anmachen. Ah, hier durch. Ich glaube, das war dann hier hinten. Oder? So. Das fröhliche Türentesten geht weiter. Halt, hier war nichts. Nö. Wir haben aber auch ein Glück heute. Wenn man aber bedenkt, wie viele Schlüssel wir am Anfang gefunden haben und jetzt immer bloß einen nach dem anderen. Dass der auch seine Schlüssel immer überall anders hinlegen muss. So, jetzt ist aber hier bald... Hier waren wir schon drin, aber das Bad geht ja bloß noch hier. Ja gut. Naja, obwohl. Hier hatte ich. Die beiden hatte ich schon, ne? Nein. Ja, Licht geht ja sowieso nicht. Weil der gute Mann immer noch nicht das Licht reparieren konnte, geschweige denn mal einen Elektriker rufen. Aber hier hatten wir doch noch Türen, die verschlossen waren. Ja gut, das Wetter hier nicht. Auch nicht. War das hier? Das war offen. Das war auch offen. Die war auch offen. Die war noch zu? Ne, die war auch offen. Achso, der... Nee, ich dachte, da wäre vielleicht noch eine Tür. War bloß der Vorratsraum. Das Atelier. Auch verschlossen. Wohnzimmer. Wo soll denn das letzte Schloss jetzt sein? Jetzt bin ich hier, glaube ich, jede Tür abgelatscht, die wir ablatschen konnten. Oder gibt es irgendwann wieder einen Hinweis, wenn er mal Lust dazu hat, der junge Mann? Okay, die war... Ach, hier kam ich bloß hier wieder rein, aber das bringt mir ja nichts. Da bin ich jede Tür durchgegangen. Wieder zurück, halt. Der Schlüssel aus dem Kinderzimmer scheint zu einer Türe im Erdgeschoss zu gehören. Ich höre Schritte. Aber bevor ich den Brief lese, sind hier auch irgendwo Batterien? Batterien? Nein. Ist aber auch schön, dass er uns das jetzt schon mal sagt, dass das nach unten gehört. Diese Nacht hörte ich Linda schreien. Sie war sich sicher, dass sie die Vogelscheuche durchs Fenster gesehen hat.
Ich habe nachgesehen. Nach draußen war alles ruhig. Okay. Ich werde erstmal zur Vogelseuche gehen. Dann werde ich wieder zurücklatschen ins Haus. Dann werde ich nochmal zur Vogelseuche gehen und da passiert irgendwas. Und ich hoffe nicht, dass das Spiel so berechenbar geworden ist. Och, nettes Bild. Mir kann ich auch gefallen. Na gut, wir gucken mal. Wir gehen mal wieder hinten raus, weil es geht schneller. Ach. Was das soll, verstehe ich aber auch nicht. Oder versteht ihr das? So, hallo Vogelscheuche. Nett. Ja. Obwohl, wenn die auf einmal lebendig wird, das wäre richtig fies. Das wäre richtig fies. Na gut, ich gehe mal wieder rein. Gucken, ob er uns irgendwas sagt. Ja, hier haben wir auch nichts. Schöne Bilder. Mehr oder weniger. Büchlein. Ja. Ich weiß, aber mir kommt das Bild immer noch bekannt vor. Ich weiß aber echt nicht, woher. Oh, eine Kirche. Könnte die vielleicht auf dem Friedhof stehen? Wo wir dann am Ende rein müssen. Was ich mal stark vermute. Jetzt bei der Vogelscheuche. Ich gehe da jetzt nochmal raus, weil das kann ja nicht sein. Vorhin beim Leuchtturm hat es auch wunderbar geklappt beim zweiten Anlauf. Muss es erst dunkel werden? Es ist. Weiß man nicht. Juhu. Na, du kleiner Racker. Na, was machst du denn? Linda? Ich hätte vielleicht die Vogelscheuche nicht verarschen sollen. Ich überlege jetzt schon, wo ich vielleicht hoch muss. Oder hin muss. Wenn der gleich wieder quatscht, habe ich irgendwie jemand schreien gehört? Oder war das Linda, die ich schreien gehört habe? Das Atelier war ja, glaube ich, oben, ne? Aber nicht hier. Aber ich kann ja... Hallo? Ich kann mich ja in dem Räumchen nochmal kurz umgucken, während ich das erste Mal, dass ich da irgendwelche Batterien übersehe. Nö. Dachte schon, da lagen welche. So, welches Räumchen war es denn gewesen? Ach Quatsch, das war ja gar nicht hier. Ach, bin ich bescheuert. Okay, das ist die Vogelscheuche. Macht aber auch nichts. Okay. Die Tür ist verschlossen. Achso, das Bad war offen, ne? Ja. Das Atelier war ja wieder in einem anderen Korridor. Also ohne Mist, kann man sich das eigentlich alles merken, wenn man selber in so einem Haus wohnt? In so einem Riesenteil? Wo welches Zimmer, wie, wo was ist? Langsam habe ich das Gefühl, hier von Shining kennt er bestimmt auch alle. Okay, da war es zwar ein Hotel, aber... Vergleichbare Züge sind vorhanden. Das hat ja hier, glaube ich, hier hinten.